meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Homefront The Revolution mit meiner Wenigkeit. Ja, wir waren jetzt hier an diesen Rebellenlager, wurden dann Gott sei Dank nicht umgebracht von DNR. Und ja. Und um genau das dreht es sich jetzt. Wir müssen die Leute anheizen, dann werden wir bald alles überrollen. Wenn wir die ganze Stadt auf unserer Seite haben, haben die Norks keine Chance mehr. Walker ist der Funke. Die Leute werden ihm folgen. Wir müssen ihn zurückholen. Ja, werden wir tun. Wir sind schon einige Monate hier unten. Das ist alles Teil der Broad Street U-Bahn-Erweiterung, die vor ein paar Jahren stillgelegt wurde, weil die Stadt kein Geld mehr hatte. Sie taucht auf keiner Vorkriegskarte auf, also wissen die Norks nichts davon. Da hast du's, Brady. Das ist der Stiefel, der in den Arsch der KVA treten wird. Komm schon her. Eins nach dem anderen. Wir besorgen dir mal etwas amerikanischen Stahl. Das ist Sidney Cook. Er ist fürs Waffenlager zuständig. Wer ist das? Das ist Ethan Brady. Er hat Walker geholfen. Walker wurde verhaftet. Ja, aber das war nicht Bradys Schuld. Mach dir keine Sorgen um Cookie, er ist grundsätzlich schlecht gelaunt. Doch er ist ein Genie in Sachen Waffenimprovisation, also bleibt er vorerst mal bei uns. Nicht wahr, Cookie? Du hast immer was Neues am Köcheln, ne? Irgendwann wirst du diesen Witz erzählen und ich werde dich erschießen. Dann werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Ganz ruhig, okay? Brady braucht eine Waffe, was kannst du ihm geben? Du kannst... das haben. Und wenn du ein bisschen Talent hast... können wir über ein Upgrade reden? Na da. Was können wir machen? Ausrüstung anpassen. Du denkst bestimmt, eine Pistole allein richtet nicht viel aus. Mit Cookies Spezialumwandlungskits hast du plötzlich eine MP. Ah ja. Pistole 1 von 3. Wähle die Maschinenpistole MP aus, um die Waffenumwandlung für die Pistole freizuschalten. Okay. Na los, Brady, schnapp dir ein Werkzeug! Sei nicht schüchtern, Brady. Nimm ein Werkzeug. Bist du so? Yes. Hier, bitte. Versuch jetzt, deine Pistole umzuwandeln. Drücke X, um deine Waffe zu modifizieren, dann 3 zur MP, um Dings zu wechseln. 3. Lol. Okay. Gut, kann man machen. Lauf leer, das leer, okay. Immer der Charmeur. Bis dann mal, Sid. Du kannst deine Waffen wieder zu ihm investieren, indem du aus der Infos von diesem Sendeempfänger. Ich weiß, mach dir keine Sorgen, nur macht das schon. Sagt Hi zu Brady hier, er ist der neue Rekrut. Der Widerstand besteht aus mehr als nur den Truppen an der Front. Es sind die Menschen, die ihr Bestes geben. Nimm dir ein Beispiel an Doc Burnett. Wenn wir an den Arschlöchern vorbei wollen, müssen wir sie. Das wird uns aber nicht den Sieg bringen. Wir müssen unsere Stärken durch die Erweiterung unserer Einsätze in der Roten Zone ausbauen. Wir werden weiterhin überfallen und ausrauben. Das schwächt die Norks und stärkt uns. Und irgendwann werden wir das Blatt wenden. Und in der Gelben Zone kämpfen wir um die Herzen der Menschen, die dort gefangen gehalten werden. Wir geben ihnen den Glauben, siegen zu können. Wenn Walker das Zeichen gibt, werden sie sich erheben und uns folgen. Wir bekommen aber nur einen Versuch. Wir müssen bereit sein. Okay, du sollst zur Roten Zone gehen. Dana wird dir dann zeigen, wie wir arbeiten. Dort draußen ist sie die Beste überhaupt. Versuch bitte nicht, sie zu verärgern. Zeig mir, dass ich dir vertrauen kann, okay? Ich nicht, diesen Krieg zu überleben. Du willst ja nicht unvorbereitet rausgehen. Nimm lieber ein paar Molotovs mit. Hey Lorna, gib dem Neuen ein paar. Am besten lernst du selbst, welche zu machen. Nimm ein paar Zutaten und probier's aus. Okay. Ich hab hier ein paar Chemikalien und Zeugs. 3 Beladungspulver und okay, Zündvorrichtung. Jetzt füge alles zusammen. Öffne das Waffenrad D und markiere den Molotow mal die Leertaste, um ihn herzustellen. Versuch einen zu machen. Na also, gut gemacht. Okay, jetzt bist du startklar. Molotows eignen sich perfekt gegen Soldaten. An Drohnen oder Fahrzeugen richten sie allerdings gar nichts an. Also sei vorsichtig. Entry ist hier unten. Viel Glück da draußen. Waffenrad, na ja, gut. Na gut. Muss mal akzeptieren. So. Da Widerstand versteckt aussieht, das hatten wir ja mittlerweile schon.
Ist aber sehr schön, wie er die amerikanische Flagge so um hat. Alles wieder so einen dicken, sehr patriotistisch gehalten. Typisch für die Staaten. Oder für solche Geschichten. Ich meine, ich kann mir jetzt das Ende schon so mehr oder weniger denken, wie das ausgeht. Das ist relativ vorhersehbar. So. Im Laden des Waffenschmieds kannst du Waffen und Upgrades kaufen. Ja. Shift links, um genauer zu zielen. Dana, Parrish hier. Ich schicke dir Brady vorbei. Er kann dir mit dem KVA-Sendeempfänger helfen. Du musst die Koordinaten jeder KVA-Operation in diesem Gebiet besorgen. Dana hier. Verstanden. Ihr werdet alles bekommen. Sobald wir den KVA-Sendeempfänger erreichen, werden wir die Daten runterladen. Scheiße, Dana. Wir haben Besuch. Die Patrouillen haben anscheinend über Nacht ihre Routen geändert. Ideen? Wir haben keine Wahl. Wir müssen sie angreifen. Dann greifen wir sie einfach mal an. Ich wollte eigentlich gar nicht schießen. Tut mir leid. So, drücke 2 um meine Seiten. Zivilisten, die versuchen, eine Haft durch Friedenswächter zu entgehen, werden erschossen. Was zur Hölle ist eine Seitenwaffe? Weil ich habe hier eine Maschinenuhr, Alter. Ich habe hier Hacker, Dings, Molotov. Na, und das war's dann aber auch schon. Dachte ich gerade auch. Guten Tag. Das war die 2, okay. Brady, hier drüben. Ja, bin doch da. Okay, Parrish möchte dich ausbilden. Und ich denke, ich bin dir von vorhin noch was schuldig. Also wirst du von den Besten lernen. Stell nur nichts Dummes an. Ah. Neuer Plan. Wir lauern dieser Patrouille auf. Brady, du gehst am besten mit G-Man mit. Mach einfach, was er sagt und versuch nicht zu sterben. Komm schon, Kumpel, hier entlang. Ach ja, versuch nicht zu sterben. Alpha, habt glaub ihr was? Nicht. Warte noch kurz. Okay, ja. Dana, in der Elm Tree Avenue, direkt vor uns, sind Fässerfallen aufgebaut. Brady, wir müssen hier entlang. Komm schon. Und beeil dich! Bin noch dabei. Das Fenster und dann Kopf runter. Sie sind ganz in der Nähe. Hoffentlich klappt das auch. Sie nähern sich der Stelle. Jetzt oder nie. Brady, mach dich bereit. Noch nicht. Warte. Jetzt. Es hat geklappt. Schnappt euch den Rest. Okay, das Luftschiff ist unterwegs. Wir haben nicht viel Zeit, um den LKW zu plündern. Los, los, los. Eieieiei. Ich hätte vielleicht noch einen kleinen Aufsatz. Ich hätte vielleicht noch Dings nehmen sollen. Irgendwelche Aufsätze noch mit draufschrauben sollen. Wir sind hier fertig! Rückzug! Ich hab nicht mehr Munition. Verschwindet von hier! Los! Triff! Wir sollen die unten treffen. Kommt schon! Rückzug! Wir können das nicht mehr gewinnen! Na dann! Aufteilen! I6-Team zum Sendeempfänger! Feuerteam bei mir versammeln! Wir sind dran, Brady! Komm schon! Das hat ja jetzt, ich möchte mal fast behaupten, wunderbar geklappt. Dana, Isaac hier. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Wo seid ihr denn? Isaac, wir sind auf ein Problem gestoßen. Es wäre besser, wenn wir uns aufteilen. Jeder versucht, einen Empfänger zu erreichen. Vielleicht kommt wer durch. Brady, ich habe einen Empfängerstandort auf dein Telefon geschickt. Wir versuchen es bei den anderen. Viel Glück. Ich würde ja gern mal Munition haben wollen. Das ist jetzt so das, was ich gern hätte. Upala. Wir setzen einfach mal das hier ein. Motorrad? Oh, warum nicht? Huch. Hi! Meister!
nutzen wir halt einfach mal Motorräder. Habe ich auch kein Problem damit. Juhu! Das ist gut. Dankeschön. Seid ihr schon beim Sendeempfänger? Parrish, wir sind auf Probleme gestoßen. Wir mussten uns trennen. Einer von uns wird es schaffen. Keine Sorge. Okay, ich verlasse mich drauf. Zivilisten sind unter keinen Umständen in der roten Zone erlaubt. Sollten Sie die rote Zone so absichtlich betreten haben, melden Sie sich umgehend beim nächsten Friedensrichter. Das Problem, was wir hier haben, ist echt, wo zur Hölle kriege ich diese scheiß Munition her? Das ist ja gar nicht so einfach. Da ist eine Patrouille, den sollten wir ja, denke ich mal, aus dem Weg gehen. 85 Meter noch bis da hinten. In diesem Lagerhaus befindet sich ein KVA-Sendeempfänger. Ja. Wenn wir Zugriff darauf hätten, bekämen wir womöglich Informationen über den nahegelegenen Stützpunkt und andere KVA-Operationen in der Zone. So, dann nutzen wir das mal. So. Wespe Zuckerfabrik. So, Operationsbasis eingerichtet. Ich brauche trotzdem noch Munition. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Okay, Brady, jetzt wird das irgendwo auf der Karte, Maus 1 drückt. Du konntest den Sendeempfänger besorgen, ich bin beeindruckt. Wir werden von diesen geheimen Informationen Gebrauch machen. Ich nehme an, Parrish hatte recht, was dich angeht. Ich werde einer möglichen Sichtung von Walker nachgehen. Du solltest dich mit unserer Operation vertraut machen. Unser wichtigstes Waffenlager befindet sich in diesem Bezirk. Ned Sharp hat dort das Sagen. Du solltest dort mal hingehen und dich vorstellen. Ich lade den Standort jetzt auf dein Handy hoch. Wir sehen uns, Brady. Alles klar, vielen Dank, vielen Dank. Aufsätze. Ich bräuchte das mal Visier. Alle verfügbaren Teams dazu. Wir haben Walker. Wir müssen ihn zurückholen. Darauf kannst du deinen Arsch wetten. Ich möchte, dass alle ihre Augen und Ohren offen halten. Jedes Wort, jedes Zeichen, jede noch so kleine Information, wohin sie ihn gebracht haben könnten, meldet ihr. Haben das alle verstanden? Ja, so deutlich. Bin dabei. Alles klar. Ah, Leerlauf 1, Unterlaufvisier, Zielfernrohr, Reflexvisier, Zielfilm, Reflexvisier, holographisches Visier. Warum geht das nicht? Zielvorrichtung, Aufsätze. Ebenfalls gesperrt, 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 gesperrt. Warum ist es gesperrt, Säule? Aufsätze sind gesperrt? Warum? Muss ich das verstehen? Das ist ja alles schön und gut, aber wir brauchen so viel wie möglich Informationen. Tritratrolala. Aber warum zur Hölle ist das hier gesperrt? Weil 4, 4. 4 ist gesperrt. 3, nein. Jetzt haben wir eine normale Pistole, das ist klar. Jetzt gehen wir in 3 rein. Machen daraus wieder eine wunderbare MP. Andy, hier spricht Fairly Alpha. Wo seid ihr? Wir beschaffen in Ermtree Vorräte für Ned. Habt ihr was? Parrish will, dass alle verfügbaren Teams Walkers Spur aufnehmen. Oberste Priorität. Verstehe. Sobald wir uns diesen Truck mit den Vorräten gekrallt haben, machen wir uns auf den Rückweg. So. Das war jetzt keine Gegnerpatrouille. Um allgemein zusehen, dass... Kontakt, Kontakt! Verstanden! Also die halten ganz schön viel aus. Wir bewegen uns mal weiter vor. Brady, diese Stützpunkte sind eindrucksvoll. Aber wir glauben zu wissen, wie wir hineinkommen können. Euer Wachposten, drücke M, um zu verfolgen. Wir haben eine Schwachstelle bei den Lüftungsschächten gefunden. Bringe dort eine Bombe an.
dann kannst du einen Weg freisprengen. Ein paar Leute haben vorgeschlagen, mit einem Motorrad über die Mauer zu springen. Aber dafür muss man ziemlich verrückt sein. Wir haben endlich ein paar Pläne gesehen, laut denen mehrere Tunnel in einen dieser Orte führen sollen. Leider konnten wir das noch nicht bestätigen. Wie auch immer du es versuchen wirst, es wird ein harter Kampf. Also bereite dich gut vor, okay? Viel Glück, Mate. Und dann ist er noch? So, wollen wir mal hier. Huch! Ja, Schnauze. Genau das wollte er sagen. So, hat er hier irgendwas bei sich? Ja gut, ein bisschen Munition. Also die tragen im Allgemeinen ein bisschen Munition bei sich. Ist ganz schön anstrengend, muss ich ganz sagen. Was haben wir jetzt hier Schönes? Auch Mobitz, sehr schön. So, doch nicht gut. Hi, Mahlzeit. Steig doch mal hier nochmal ab. Ja gut, oder lass es halt fallen, je nachdem. Mit einer Bombe. Ja. Gute Frage. Ich fühle mich hier ein wenig überfordert, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Weil weder hier kommen wir nicht rein. Dürfte ich mal kurz das Moped nehmen. Das Moped, danke. Ich fahre den mal kurz nieder, weil das kann man ja bekanntlich am besten. Aber ansonsten, was sind denn momentan? Ich gehe mal kurz hier rein. Ich klicke mal M. So, M. Haus 1, Wegpunkt setzen. Es gibt ja nun mehreres hier. Bahnhof. Dann gibt es diese Garage. Und dieses Zollamt. Wir befinden uns hier. Das ist ja deaktiviere das Kühlsystem. So. Man, hier sind Leute von uns. Ja, ist klar. Gib mir Deckung, ich muss hier weg. Wo sind denn die? Ah, ein bisschen aggressiver hier vorgehen. Bring doch alles nicht stärker. Ich aber rüber, also zack. Über uns, wie das aussieht. Ah, gut, da müssten sie auf den Dächern sein. Ja. Gute Nacht. So, und irgendwie müssen wir da drin das Kühlsystem deaktivieren. Das ist klar. Aber meine Freunde, wir sind erstmal fertig für den Part. Bis auf den hier, den bringen wir jetzt noch fix um. Den bringen wir jetzt noch fix um. Lol, den bringen wir jetzt noch fix um. Sehr schön. Sind wir erstmal fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Däumchen da lasst nicht vergessen und bis dann, oder renne. Lulu.